Abstriche kaufen. Oder wir gehen zu Olga. Vielleicht, der verkauft doch bestimmt Dietriche. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er welche verkauft als Gildenmitglied und verkauft die mir bestimmt auch günstig. Hoffe ich. Können wir einfach mal über die Dächer gehen? Nein, okay, so hoch konnte ich gerade nicht springen. Das wäre sonst lustig gewesen. Das Schwert, das ist so ein ganz großes Schwert, was so groß ist, wenn man das benutzen könnte und so. Wumm, mit so einem riesigen Schwert, das wäre doch richtig genial. So, das müsste Olgas Haus sein. Ich sag schon wieder Olga, der heißt aber, wie heißt der nochmal? Onga. Onga, doch Onga. Wie ein Onga-Uta, nein, Oran-Uka. Müssen wir da abends oder wann müssen wir da hin? Wann befindet er sich in seinem Haus? Bestimmt, wenn er schlafen geht, so 10 Uhr, 11 Uhr. Doch nicht. Der muss immer irgendwann schlafen. Immer noch nicht. Und das ist so ein Nachtmensch. Schläft erst ab. Ah, er muss laden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Ja, können wir machen. Mein Lieblingskunde, was habt ihr denn? 100 Dietriche. So. Ich soll. Bin ich froh. Jetzt haben wir zwar viel Geld weggeschmissen, aber dafür sind wir jetzt erstmal ausgerüstet. Zurück zur Kirche von Chardinal. Ja, da hätte ich eigentlich zuerst hingehen sollen, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin mit den Dietrichen. Naja, er kann sich glücklich schätzen, mal eben 600 Euro gemacht zu haben. Mensch, da will ich rüber. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und jetzt kann ich so viele Versuche verbrauchen, wie ich will, erstmal. Okay, ich begrenzt auf 100. Oh, jetzt hätte ich klicken sollen. Nein. 99. Luftballons. Ein weiter. So. Ja. Oh, jetzt hätte ich klicken sollen. Nein. Oh, wie mich das aufregt. Das auch. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ja. Speichern auf jeden Fall. Und wenn wir die jetzt töten, ich habe ja dann haben wir doch gegen einen. Gut, laden wir. Wie lange braucht die denn, bis sie da wieder hingeht? Sie kommt zurück, sie kommt zurück. Nein, das tut doch jetzt nicht Not. So, jetzt ist sie weg. Jetzt gehen wir da schnell hin und uns die Büste.
Ich habe die Büste zurück zu... Bitte. Ach, sie geht nur so ein paar Schritte. Nee, jetzt kommt sie rein. Bitte nicht, dass sie durchgeht. Bitte nicht. Ach, sie geht nicht durch. Okay, jetzt geht sie da hinten, geht runter. Jetzt können wir schnell um die Kurve. Ja, ja. Ja. Juhu, 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 juhu. Es ist einfach so toll. Ich hab es geklaut. Edge. So. Und die Wache hat nichts davon mitgekriegt. Seid gegrüßt. Ja, natürlich. Danke gleichfalls und ab dahin zur Diebesgilde, zu dem Hauptmann, unserem Hauptmann. Das Hafenviertel läuft über vor kaiserlichen Wachen. Sie suchen nach Armand Christophe. Ich bin sicher, er wird nicht um Mitternacht auftauchen. Da Lords Garten ist ein zu heißes Pflaster. Ich muss herausfinden, wo er sich versteckt. Vielleicht weiß einer der Mitglieder. Diebesgilde. Warum redet er so leise? Nicht, dass er mich sucht. Holla, holde Herrin, nein, nein. Vom oh. Weg rast. Sei ruhig. Holla, bitte nicht nochmal. Redet er mit uns? Habt ihr Armand Christophe gesehen? Nein, kenne ich nicht. Wer ist das? Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Okay, einer Münze. Vielen Dank. Oh, der Bettler weiß auch nichts. Möge Julianus euch segnen. Mit wem müssen wir denn... Wir müssen doch mit irgendjemand hier reden können. Das sind Piraten. Jeder möchte wissen... Was ich im Tempel wirklich... Da ist sie. Mit ihr müssen wir reden. Dem Himmel sei Dank, ich habe euch gefunden. Ich nehme an, ihr habt gehört, dass Hieronymus Lex einen Haftbefehl für Armand Christophe erlassen hat. Wo ist Armand Christophe? Er versteckt sich. Armand wird beschuldigt, die Büste von Lartasa Indaris von Chardinal gestohlen zu haben. Angeblich hat Graf Indaris selbst die Anklage erhoben. Was mache ich mit der Bürste? Es gab keinen Kunden, der den Diebstahl von Latasas Büste in Auftrag gab. Armand benutzte euch, um einen Spitzel zu enttarnen, der sich in die Gilde eingeschlichen hatte. Also, wer ist der Informant? Mevrina Arano! Armand braucht nun eure Hilfe, um sie auszuschalten. Ihr werdet den Diebstahl der Büste Mevrina in die Schuhe schieben. Sie lebt im Hafenviertel. Wie? Legt die Büste in ihren Schrank. Sie darf euch dabei auf keinen Fall sehen. Dann erzählt Hieronymus Lex, dass sie der Dieb ist. Er wird euch wahrscheinlich nicht glauben. Also müsst ihr ihn überzeugen. Hoffentlich wird er es wenigstens überprüfen. Na gut, okay. Schatten mögen euch verbergen. Welche Quest ist aktiv? Ist die das? Ja, gut. Ihr dämlichen Piraten. Ist das das Haus hier? Wie es aussieht, ist es das? Wer sieht uns denn? Du? Warum musst du denn da unbedingt rumgehen? Habt ihr Armand Christophe gesehen? Wir sind ja die ganze Zeit am Rumgeistern hier. Hallo, ihr könnt mich gar nicht sehen. Habt ihr Armand Christophe gesehen? Ja, jetzt reden die schon untereinander darüber. Das sind Pflaumen. So, es ist Mitternacht. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Komm, da muss auch irgendwo ein Geheimgang sein. Irgendwie ein...
den Keller oder so, aber das geht nicht. Von wo werden wir denn gesehen? Von dir? Und jetzt? Wir speichern einmal. Wird uns da einer von anreden, weil wir da das Schloss angerührt haben? Habt ihr auch... Sprecht, Be- Nee, er sagt nichts. Keine Sorge, wir kriegen ihn schon. Gut, es war auch gerade dunkel. Mist. Die werden sehr schnell weg sein. Nein. So. Und ja. Ach, sie müsste schlafen, ne? Ach Mist. Die Büste befindet sich in Myovinas Schrank. Jetzt muss ich den Windbeutel Lex sagen, wo sie finden kann. Gut, sie hat nichts gemerkt. Hallo, Herr Lex. Was wollt ihr? Könnt ihr nicht sehen, dass ich mitten in einer Untersuchung stecke? Das habe ich gesehen und die Büste von... Ich weiß, dass dieses Weib, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich die Namen blöd finde, hat die Büste von Litara in ihrem Schrank. Das werden sie zwar nicht glauben, aber ich weiß es. Ihr wisst, wo die Büste versteckt ist? Ja, habe ich doch gesagt. Mirvana hat es. Eure Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft. Ihr müsst euch schon mehr Mühe geben, wenn ihr mich überzeugen wollt. Büste von Litara? Ihr wisst, wo die Büste versteckt ist? Nochmal. Mirvana Arnes hat es. Eure Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft. Ihr müsst euch schon mehr Mühe geben, wenn ihr mich überzeugen wollt. Bestechen? Wir werden sehen. Jedes kleine bisschen hilft. Geht nicht weiter. Eure Glaubwürd... Sicherlich. Ihr könnt. Ihr... Eure Glaubwürd... Was sucht... Nein, das suchen wir aber nicht. Die Herberg, außer... Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Keine Sorge, wir kriegen ihn schon. Ach, jetzt sag doch mal, warum willst du mir denn nicht helfen? Was wollt ihr? Könnt ihr nicht sehen? Das sehe ich doch. Ihr Witz. Eure Glaubwürdigkeit. Ja. Keine Sorge, wir kriegen ihn schon. Wie sollen wir ihr das... Wie sollen wir ihm das sagen? Ja, ich habe ihm doch gesagt, wo er das finden kann. Was wollt ihr? Büste von blablabla, das haben wir schon. Dann verschwendet. Gut, okay. Was wollt ihr? Eure Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft. Mehr Mühe geben. Keine Sorge. Ja, kann man ihm denn nicht sagen, er soll nachgucken? Ich meine, bitte. Bitte, bitte. Ja. Was wollt ihr? Ja, das probiere ich jetzt schon mehrmals hier aus, aber... Ja, über das Graufuchs. Er ist nur ein Dieb. Es heißt, er sei der Kopf der Diebesgilde. Guter Witz. Könnt ihr euch einen Haufen Diebe vorstellen, die versuchen, eine Gilde zu gründen? Der Adel hasst ihn, aber die Bauern und Bettler lieben ihn, besonders im Hafenviertel. Na gut, okay. Keine Sorge, wir kriegen ihn schon. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen, weil ich jetzt schon wieder ein ganz schönes Stück aufgenommen habe. Ja, also, mit ihm hier werden wir nächstes Mal reden. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und ja, nochmal danke fürs Zusehen und Tschüsselkowski.